nicht da ist. Oder Es gibt eine Menge Unternehmerinnen und Unternehmer, die das immer wieder als Sorge ausdrücken, sagen, sie haben Probleme, Fachkräfte zu bekommen. Sie haben große Schwierigkeiten, Menschen aus dem Ausland in ihre Unternehmen zu bekommen, weil sie sich nicht wohlfühlen. Und das ist ein Faktor. Und ein Land, das attraktiv ist für Zuwanderung, hat nicht nur gutes Bildungssystem, da bin ich bei Ihnen, das ist wichtig, gute Jobs, sondern eben auch eine Kultur, wo die Menschen sagen, ja, da bin ich willkommen, da will ich gerne hingehen und da müssen wir in Deutschland besser werden. Das heißt, Herr Koppaler, in der Diagnose und Befund sind wir uns alle weitestgehend einig. Wir haben da ein Thema, aber wie Sie es lösen wollen, haben Sie nicht gesagt. Das habe ich dann erstmal die Ursachen Aber dagegen bekämpfen. können wir uns gar Ja, nicht anvermehren, gegen ja, diese nochmal, Auswirkungen. wir müssen uns aber auch als Land, als Industrienation mit fast 84 Millionen Einwohnern, müssen wir auch versuchen, Probleme selbst zu lösen. Wir können doch nicht davon ausgehen, zu sagen, wir holen uns jetzt Fachkräfte aus Rumänien, aus Bulgarien. Was passiert denn eigentlich in diesen Ländern? Weil, wenn diese dort fehlen, Haben wir ja schon gemacht. ja, Das haben wir alles längst abgegrast und da kommt auch kein neuer Wohlstand her. ja, jetzt hole ich aber den Rasen mehr raus. Ich möchte jetzt grasen. Also von daher, der Punkt ist dann, wir schaffen dann im Prinzip in diesen Ländern noch größere Probleme und die Abwanderung zu uns, weil die Perspektivlosigkeit in diesen Ländern noch viel größer ist, die ist noch größer. Wenn dort Ärzte weggehen, wenn dort Kindergärtner weggehen, Pflegekräfte weggehen, fehlen die auch dort. Auch dort brauchen die Menschen und die ältere Bevölkerung genau diese Menschen. Also wir schaffen dann in diesen neuen Ländern Probleme. Für mich ist das moderner Kolonialismus, das muss ich wirklich kritisieren. Und ja, in der Form, dass wir anderen Ländern die Fachkräfte abwerben, die wir eigentlich selber, die sie selber in diesen Ländern bräuchten. Ich finde, das ist keine Politik, die Nachhaltigkeit erzeugt, vor allen Dingen auch in den Entwicklungsländern und in Osteuropa. Herr Kropala, Sie wissen doch, Sie kommen selber aus einer Grenzregion. Sie wissen, dass diese Grenzregion, ich komme auch aus einer, heute überhaupt nicht mehr funktionieren würden, ohne beispielsweise Ärzte oder Pflegekräfte aus dem Ausland. Also ohne Menschen mit Migrationshintergrund, die sich Das bereit reicht doch erklären, nicht. in Görlitz, in Freiberg, in anderen Regionen als Ärzte zu Ja, arbeiten, das hätten beschreibe wir ich ein ja nicht. riesiges Problem. Das heißt, alleine um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, müssen Sie natürlich offen bleiben für Zuwanderung, müssen Sie offen bleiben für Fachkräfte aus anderen Regionen. Das wissen Sie ja ganz genau. Also wenn Sie jetzt ins Krankenhaus kommen nach Görlitz, dann werden Sie auch angewiesen sein auf Ärzte aus dem Ja, das Ausland. ist doch nicht schlimm. Das, Naja, Sie haben ja gerade gesagt, dann ich habe reißen doch wir nicht, diesen Ländern eine Frau Lücke. Klar, Ehrlich, reißen Frau wir Ehrlich, eine ich habe Lücke. doch nicht gesagt, dass ich diesen Arzt aus einem anderen Land überhaupt, dass ich den nicht möchte. Natürlich ist der hier herzlich willkommen. Also Entschuldigung, was. Naja, Sie haben vorhin gesagt, wir müssen in Deutschland langsam lernen, unsere Probleme Wir selber zu müssen lösen. anfangen, die Wir wissen ja, Ursachen, dass das wir müssen anfangen, nicht. Ursachen zu bekämpfen. Wir bekämpfen jeden Tag, überall in allen Bereichen, nur Symptome. Das ist das Problem. Und die Ursachen werden nicht bekämpft. Und nochmal zu Ostdeutschland zurückzukommen. Warum hat man nach der Wiedervereinigung verpasst, Ostdeutschland als Sonderwirtschaftszone auszugestalten? Dann wäre die Abwanderung wesentlich geringer. In Polen hat man das hinbekommen. Das sind Dinge, warum übrigens der Osten nach der Polen ist Wiedervereinigung übrigens nicht fast Ihrer, 3 Millionen junge aber Menschen Polen haben ist nicht, Ostdeutschland ja, verlassen. aber Polen ist mit Ihrer Kolonialismus-Theorie, das ist genau das gegenteilige Beispiel, um das auch nochmal, um das dann auch abzuschließen. Unendlich viele junge Polen sind nach England gegangen, ne, haben dort gearbeitet, aber Und das die gehen jetzt Handwerk wieder aus, zurück. gehen wieder zurück. Das will Ja. ich nur sagen. Also es ist mitnichten so, dass wir den Leuten nur ihre Arbeitskräfte und Fachkräfte wegnehmen. Ich habe das auch in Moldau gesehen im März, als wir dort unterwegs waren. Jede Familie hat irgendjemanden, der irgendwo in Da Europa fahren Sie mal ist. nach Serbien. Aber Da man, gibt es andere ich Probleme. will Oder nur gehen sagen, in viele hierher. man profitiert auch davon und die Leute kommen dann auch wieder zurück, kommen mit dem entsprechenden Know-how zurück. Also es ist nicht so, dass das nur eine traurige Einbahnstraße ist in unsere Richtung, sondern gibt es eine große gegenseitige Befruchtung. Und das bestätigt eigentlich das, was Sie sagen. Dieses Miteinander und dieser Austausch, der tut uns an dem Punkt definitiv gut. Okay, wir halten fest. Wir wissen nicht so richtig, wie wir dieses Jahrhundertthema Migration und Fachkräftemangel in den Griff kriegen wollen. Israel, weil Herr Wolf schon heute hier ist. Die israelische oder die deutsche Staatsräson, Israel ist deutsche Staatsräson. Gilt das auch für Sie, Herr Kuppmann? Ja, dann muss man erstmal definieren, was Staatsräson Und eigentlich was ist heißt. das für Sie? Ja, das weiß ich eben nicht. Kann mir das jemand erklären? Wurde das irgendwo mal erklärt, was das heißt? Da hat Ja, Frau wenn Sie Merkel uns zu. regelmäßig gucken, dann Ja, ich gucke sie nur wissen nicht regelmäßig, aber Nein, aber reden wir die, heute von der nicht deutschen drüber. Staatsräson hat Frau Merkel 2008 gesprochen. Ohne eine Debatte, eine Diskussion zu eröffnen, was Staatsräson eigentlich bedeutet. Heißt das, dass wir Israel militärisch unterstützen, dass die Bundeswehr Israel militärisch unterstützt? Wo steht das? Wo wurde das Ich im frage das Bundes. Sie, Herr Kupala. Nein, ich weiß es nicht. Deswegen frage ich jetzt mal zurück und Herr Wolfson ist da, der kann uns vielleicht erklären. Und Entschuldigung, Sie sind der Chef einer Partei, Ja. die gerade in Ostdeutschland bei über Ja. 30% steht. Ja und? Müssen Sie doch wissen, was deutsche Staatsräson ist, Nein, oder ich nicht? höre diesen Begriff immer wieder,
Aber mir kann niemand genau erklären, was es eigentlich bedeutet. Herr Wolfsburg, können Sie helfen? Also ich kann hier in diesem Fall die ehemalige Bundeskanzlerin zitieren und das wundert mich, dass Sie das nicht wissen. Ich weiß, ich habe ja gesagt, dass Sie 2008, haben Sie diesen Begriff geprägt? Ja, ich weiß. Einfach so? Ja. Wahrscheinlich nicht einfach so. Darf ich ausreden? Ja, bitte, aber... Okay. Also die Bundeskanzlerin hat jenseits dieses schönen Wortes, das aufrechtgebietend ist, klipp und klar gesagt, dass ein, ich zitiere fast wörtlich, ein Angriff auf Israel einem Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland gleichkäme. Egal, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Das war also eine klare Begriffsbestimmung und diese Begriffsbestimmung halte ich auch für höchst problematisch. Sie ist zwar sehr sympathisch, aber sie ist deshalb problematisch, ja, weil Frau Merkel ganz eindeutig ohne Konsultation der NATO-Partner hier Artikel 5 des NATO-Vertrages hat wirksam werden lassen, denn ein Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland, Klammer auf, wäre also auch ein Angriff auf Israel, würde den Bündnisfall hervorrufen und das heißt, dass auch die Türkei beispielsweise, ihr neuer Freund Erdogan, oder von Ankara, ihr Freund. Naja, er stellt sich ein ganz einfaches Vorbild, hat er hier gezeichnet. Jedenfalls wäre dann für die NATO-Partner die Verpflichtung, Israel zu Hilfe zu kommen. Ob das richtig ist oder falsch ist, ist eine andere Sache. Jedenfalls ist das klar definiert worden. Und alles, was ansonsten als, ich muss das schon sagen, Blabla in Bezug auf Staatsräson gebraucht wird, ist... Interpretation. Sehr viel klarer ist Robert Habeck in seiner Videoansprache gewesen. Der hat das mit Hand und Fuß bedacht. Der hat das von sich aus klar definiert, höchst sympathisch definiert. Nicht in Wolkenkuckucksheim, sondern ganz konkret realistisch. Aber wenn wir von der ehemaligen Bundeskanzlerin sprechen, war es ein Versprechen, das im wahrsten Sinne des Wortes auf Sand gebaut ist. Denn auch Frau Merkel muss gewusst haben, dass die Bundeswehr auch 2008 in einem desolaten Zustand gewesen ist. Das zu den Fakten. Die NATO, sozusagen Expertin in dem Fall, sprich Florence Gaub zum Beispiel, wir haben das schon einmal hier verhandelt, und da sagt sie auf die Frage, ob das denn stimmt, da könne man sich darüber streiten, ob das dann sofort den NATO-Bündnisfall auslösen würde. Da gäbe es möglicherweise juristisch nochmal eine Ausnahme. Wenn die Bundesrepublik sagt, wir sind angegriffen, dann gilt in diesem Falle die deutsche Definition. Ja. Und das heißt, ich trage nur vor, was sie sagt. Sie sagt, NATO-Partner müsste uns helfen. Genau. Sie sagt, in der Verkürzung wäre das so nicht der Fall, aber das kann man möglicherweise auch anders interpretieren. Ich frage deswegen, Herr Kopalla, weil es interessant war, die Reaktion aus Ihrer Partei nach dem 7. Oktober. Sie haben sehr lange gebraucht, Sie und auch Ihre sehr gute